Sie müssen nun nicht unbedingt befürchten, dass nach irgendwelchen abgelegenen Infektionskrankheiten gefragt wird. Die häufigsten und die am meisten vorkommenden Infektionskrankheiten werden auch am wahrscheinlichsten abgefragt. Deshalb ist es auch empfehlenswert, dass Sie zum Beispiel die Tagespresse verfolgen und beobachten, ob irgendwelche Infektionskrankheiten an irgendeinem Ort in unserer Republik gehäuft auftreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie danach gefragt werden, steigt. Der Paragraph 8 beschreibt, wer zur Meldung verpflichtet ist. Im Gegensatz zum alten Bundesseuchengesetz ist der Heilpraktiker im neuen Infektionsschutzgesetz ausdrücklich genannt. Die Meldepflicht umfasst Krankheiten, die im Paragraphen 6 Absatz 1 genannt sind. Die im Paragraphen 7 genannten Infektionskrankheiten kann der Heilpraktiker eigentlich nicht melden, weil er nicht in der Lage ist, einen Infektionsnachweis zu führen. Die Meldepflicht der im Paragraphen 7 genannten Infektionskrankheiten besteht für Laborleiter, für Ärzte. Der Heilpraktiker, wie gesagt, kann einen Nachweis nicht führen. Von der Meldepflicht befreit ist der Heilpraktiker nur dann, wenn der Patient einen schriftlichen Nachweis erbringen kann, dass seine Infektionskrankheit bereits gemeldet wurde. Bei einem Verstoß gegen die Meldepflicht drohen hohe Bußgelder. Und wie wir uns vorstellen können, das ist durchaus sinnvoll. Ich möchte Ihnen ein ganz deutliches Beispiel dafür geben. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Kind im Kinderwagen durch die Stadt und jemand hustet in Ihre Richtung. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ein Mensch mit einer offenen Tuberkulose in Ihren Kinderwagen hineinhustet. Das ist die krasseste Begründung für die Meldepflicht. Die Paragraphen 9 und 10 enthalten die Bestimmungen zur namentlichen und nicht namentlichen Meldung. Hier wird im Einzelnen festgelegt, welche Angaben bei einer namentlichen bzw. auch bei einer nicht namentlichen Meldung auszuführen sind, wann sie zu erfolgen haben und an wen die Meldungen zu erfolgen haben. Es gilt hier, wie auch im alten Bundesseuchengesetz, die Meldung hat an das für den Heilpraktiker zuständigen Gesundheitsamt zu erfolgen. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie praktizieren in Hamburg und haben einen Patienten aus München, bei dem eine meldepflichtige Infektionskrankheit vorliegt. Sie müssen natürlich an Ihr Hamburger Gesundheitsamt melden und nicht etwa an das Gesundheitsamt des Patienten. In den Paragraphen 16 bis 23 sind die Maßnahmen beschrieben, die zur Verhütung übertragbarer Krankheiten durchgeführt werden. So sind zum Beispiel im Paragraphen 16 die allgemeinen Maßnahmen der zuständigen Behörde beschrieben. Dort heißt es, und ich möchte zitieren, die zuständige Behörde darf erforderliche Auskünfte einholen über sie oder über den Infizierten. Sie darf Grundstücke, Räume, Anlagen, Einrichtungen und Verkehrsmittel betreten, auch wenn sie Privatbesitz sind. Sie darf Bücher und Unterlagen einsehen, sofern das zum Beispiel für die Unterlagen von Reisen oder Ähnlichem gilt. Oder sie darf Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anfertigen. Das bedeutet, dass im Paragraphen 16, wie übrigens auch in den folgenden Paragraphen, einige der Grundrechte, die nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verbürgt sind, eingeschränkt werden. Der Paragraph 17 beschreibt besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde. Hier werden die Grundrechte und Freiheiten der Person am deutlichsten eingeschränkt. Die Freiheit des Brief- oder Postgeheimnisses ist eingeschränkt. Die Freizügigkeit der Person, das heißt, ein Infizierter darf nicht mehr nach freiem Willen herumreisen. Die Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt und auch das Gesetz zur Unverletzlichkeit der Wohnung. Das heißt also, wenn ein Krankheitsverdacht, ein Infektionsverdacht vorliegt, dann dürfen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auch Privaträume, Wohnungen oder Häuser betreten, auch wenn der Infizierte das verbieten will.
Der Paragraph 18 legt die Bedingungen, die Vorgehensweisen und die Zuständigkeiten fest, sowie wer die Kosten trägt. Und in den Paragraphen 19 und 20 sind Aufgaben in besonderen Fällen geregelt, zum Beispiel welches die Aufgaben des Gesundheitsamtes bei sexuell übertragbaren Krankheiten sind oder die Möglichkeiten der Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen zur spezifischen Prophylaxe.